Der Sieg über Superman war eine Erleichterung für Zatanna. Während des Regimes hatten sie und Dr. Fate einen Vorteil aus Supermans Schwäche gegenüber Magie gezogen und den Turm von Fate zu einer Zuflucht für Supermans Gegner gemacht. Sie hatten viele Leben gerettet, doch die Jahre der Täuschung lasteten schwer auf ihr. Nach dem Niedergang des Regimes war Zatanna daran beteiligt, Metamenschen vor Gericht festzusetzen. Doch als Geschworene sich für die Todesstrafe für die eher unwandelbaren Angeklagten aussprachen, griff Zatanna ein. Sie nahm die Gefangenen mit zum Turm von Fate. Dort würden sie bleiben. Eingekerkert, aber lebendig.